Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Wir spielen heute Jump League und in 5 Sekunden geht es los. So, am Anfang kommt direkt ein richtig schwieriger Part. Zack, los geht's. Nehmen wir alles mit. Und, oh, geschafft. Das war knapp. Oh nein, und ich fall runter. Mist. Erst wollte ich einfach so rüberspringen, da habe ich gesehen, dass da ein Block ist. Da wollte ich stehen bleiben. Aber auf einmal war ich schon zu weit. Naja. Aber diesmal wollte ich natürlich sowieso nicht versuchen, nicht runterzufallen. Ist ja klar. So, jetzt habe ich 3 Schwerter. Zack. Und immer rüberspringen. Und ich sollte nicht mehr zack sagen. Und geschafft. Okay. So, nächster Part, der ist auch relativ einfach. Das ist eine Kiste. Haben wir schon mal eine Angel. Das ist schön. Oh nein, was mache ich denn? Irgendwie habe ich mir gedacht, ich kann einfach runterlaufen. Und ich falle nur, ey. Aber ich heiße auch Suck on my Proneness. Deswegen darf ich mir das erlauben. So, wo bin ich? Ja, okay, ich bin auf jeden Fall nicht weit abgeschlagen. Die anderen sind auch nicht viel weiter als ich. Und unlucky, aber nur Nausea, das ist kein Problem. Okay. So, noch eine Angel. Aber die ist zurückgewandert, deswegen will ich sie nicht. Und geschafft und ich bin Erster. Das ist gut. Hui. Lucky. Was habe ich denn? Speed oder Jump Boost? Okay. Oh, ich habe einen Flint, das ist schön. Jetzt noch ein Eisen und... Oh nein, was mache ich denn die ganze Zeit? Jetzt noch ein Eisen. Noch ein Eisen und ich hätte ein Feuerzeug. Alter. Kann echt nicht sein. Hui. Okay. Ah, das kann doch echt nicht sein. Ich verkacke die ganze Zeit. Ich gehe mal links lang. Vielleicht ist das einfacher. Hui. Okay. So, und geschafft. Endlich. Okay, Modul 6. Ich bin nur, immer noch Erster. Also alles kein Problem. Alter, trotzdem, ich fall so oft runter. Das ist echt schlimm. Ich weiß noch nicht, woran es liegt. Aber egal, solange ich Erster bin. Oder nicht vollkommen hinten liege, ist das hier alles kein Problem. So, ein paar Kekse. Für die Motivation. So, und dann haben wir es. Modul 7. Kenne ich das? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Da ist eine Kiste. Gib's mir. Hose und wieder ein paar Kekse. Sehr schön. Hui. Okay. Oh nein. Ich glaube, da muss man links dran vorbeispringen, sonst knallt man gegen die Decke. Yum. Hä, oder? Ah nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich dann eben dagegen geknallt bin. Aber wahrscheinlich bin ich einfach zu früh abgesprungen. Oh, nein! Ist echt nicht einfach, dieser Part. Der hat total viele Dreiersprünge und... Ja, Dreiersprünge, aber einen nach oben. Und die sind nicht allzu einfach. Oh Gott. Okay, geschafft. Gut. Und das Lava-Modul. Wobei es ja eigentlich mehrere gibt. So, hier ist die Kiste. Ich glaube, ich habe bisher noch keine Kiste übersehen. Aber das glaube ich irgendwie immer. Aber dann stimmt es auch einfach nie. Aber ich habe schon relativ viel Sachen auf jeden Fall. So, jetzt hier hoch, ne? Ich falle nur runter. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Hauptsache, ich schaffe es in der Zeit. Weil letztes Mal war es ja echt knapp, aber diesmal sollte es eigentlich locker reichen, außer wenn am Ende dann noch irgendwas total Schwieriges kommt. Ich weiß so gar nicht, ob die Zeit immer gleich ist oder
sich von Spiel zu Spiel verändert. Glaube ich aber nicht. So. Und geschafft. Okay. Ich habe Jump Boost. Das ist bei diesem Part echt super gut. Ja, wobei ich den jetzt schon verloren habe, glaube ich. Wegen der Kiste. Okay, jetzt. Dann, okay, hier geht's glaube ich noch. Aber ansonsten sollte ich immer mit Anlauf springen. Aber hier geht's auch. Aber hier vielleicht. Oh, und ich spring trotzdem nicht. Oh Mann. Okay. Und zack. Da war wieder ein Zack. Immer wieder muss das sein. Aber geschafft. Okay. Oh, und der Part ist schwierig. Aber ich schaffe ihn einfach beim ersten Mal. Warum auch nicht? Ah, das sah sogar fast so aus. Vor allem halt dieser eine Sprung. Ich habe halt auch das Gefühl, dass man den einfach durch Glück schafft. Und jetzt hatte ich Glück. Wobei das auch echt nicht so schwierig aussah wie sonst. Aber gut, ich habe gewonnen und dann, das sollte ich vielleicht anziehen. Und dann geht's jetzt los. Ich habe richtig gute Sachen. Machen wir das so. Oh, sogar ein Feuerzeug kann ich mir machen. Krass. So. Ich bin bereit. Und da ist schon der erste. Und er sieht mich nicht. Einfach alle abgestaubt. Oh, das tut weh. Ja, er geht ins Wasser, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Und ich sollte kurz was essen. Hallo! Und er ist tot. Der letzte Hit wieder abgestaubt. Stirb! Was meint er? Ja, ich. Wenn er hochkommt, dann kämpfe ich gegen ihn. Ne, er versucht's. Stirb! Oh, gleich runter von hinten. Oh, ich wollte es gerade sagen. Verdammt. Egal, ich habe noch 2 Leben. Aber die meisten anderen auch, okay. Aber das sollte trotzdem machbar sein. Hier ist schon einmal komplett down. Ich verfolge die beiden mal. Warum auch immer. Oh, dann spring ich schon wieder ins Wasser. Egal, ich spring jetzt hinterher. Stirb! Wir spielen Ping-Pong. Oder auch nicht. Hui! Der, genau, dürfte auch nicht mehr viel haben. Da nehme ich mir mal Essen mit. Aber der hat nicht wirklich viel. Aber Kekse sind lecker, deswegen passt das. Und die kommen jetzt zu mir. Ja, oder auch nicht. Egal, ich komme zu ihnen. Und jetzt muss ich mich beeilen, ansonsten regeneriert er. Aber der sollte auch nicht mehr so viel haben. Oh, jetzt kommt einer von hinten. Den sollte ich, glaube ich, weghalten erstmal. Und dann kann ich gleich irgendwann angreifen. Ja, jetzt zum Beispiel. Oh, er hat aufgerüstet. Aber ich glaube, er kann von da besser schlagen. Obwohl, jetzt haut er ab. Weil er mit der Strömung schwimmt. Ja, wobei, jetzt habe ich Low Ground und deswegen, okay, sehr gut. Konnte ich ihn töten. Okay, mal gucken, was hat er so? Essen. Oh, ich kann mir vielleicht sogar Pfeile machen. Aber ich habe keine Werkbank, ne? Ne, TNT habe ich aber. Oh, nein. Das war unfair. So, mal gucken, wie viele Leben noch? Nur noch einer. Aber der hat noch 2 Leben. Ich bräuchte mal meinen Kompass. Okay, der ist irgendwo da hinten. Da oben, oh Gott. Ich könnte runterschießen. Oh, und ich treffe nicht. Nein! Oh Gott. Jetzt bin ich im Wasser. Er muss auf jeden Fall zu mir kommen, wenn er gewinnen will.
Aber ich werde gleich einfach versuchen, auch hochzugehen. Hä? Er hat geleckt. Ja, ist aber auf jeden Fall riskant, da jetzt hochzugehen. Hä? Was macht der? Jetzt kann er nicht mehr viel haben. Ich habe keine Pfeile mehr. Nein. Stirb. Oh, jetzt stehen geblieben. Fuck you. Suck on my prowess. Meine Angel ist kaputt. Und er hat keine Lust mehr, glaube ich. Ich habe auch keine zweite, verdammt. Suck on my prowess. So, mal gucken. Kämpft er denn noch? Oder nicht? Oder gibt er auf? Ich esse auf jeden Fall erstmal was. Ne, bringt ja nichts. Nicht nur das hier. Was macht er denn? Und vor allem, wo ist er? Hä? Ach, er ist geleftet. Oh Mann, das war jetzt nicht so schön, das Finale. Aber na gut, dann habe ich jetzt mein Feuerzeug nicht benutzt, meine Dinger nicht benutzt. Aber gar kein Problem. Das war's dann mit dieser Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!